Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MotoFuti. Heute sind wir hier bei Motorrider Malaga, dem einzigen Vertragshändler für Kawasaki hier in Malaga. Und die haben jetzt die neue Kawasaki Eliminator 500 da. Und es gibt sie in zwei Versionen, wie ich gesehen habe. Das heißt, es gibt die normale, es gibt eine SE. Ja, fangen wir mal gleich an zu vergleichen, ne? Und zwar, ich bin ja nun gerade die Rebel gefahren. Und die gibt es ja auch in der Special Edition und die bin ich ja in der Special Edition gefahren. Die ist jetzt hier die Standardversion. Wir haben praktisch genau die gleichen, also fast genau die gleichen Änderungen zur Normalversion oder Special Edition. Das heißt, wir haben einmal hier diese Frontblende, die wäre bei der SE mit dabei. Dann diese Bälge hier und ein anderer Sitz. Und, was haben wir noch, eine angebrachte USB-Steckdose hier. Das wäre der Unterschied bei der Special Edition. Die ist irgendwie 300, 400 Euro teurer. Sie gibt es in einer Farbe und zwar in Schwarz. Ja. Fahren wir einfach mal los, setzen uns drauf, schauen uns das an, wie die sich so fährt und verhält und vor allen Dingen, ja, wie die Sitzposition und so weiter ist im Vergleich zur Rebel, wo ich ja mit bei der Rebel war ich ja nur nicht ganz so zufrieden mit der Sitzposition. Die ist ja auch sehr niedrig hier. Da muss man dann natürlich immer sehen, dass man da unten nicht eingestaucht wird und wo man die Beine hinpackt. Ja, eigentlich will ich es eher so weit handhaben, dass ich normalerweise, wenn ich irgendwelche Bikes Probe fahre, die ich bisher noch nicht kenne oder die noch relativ neu am Markt sind, mir auch keine Videos dazu vorher anschaue, denn man wirkt unwahrscheinlich beeinflusst davon, egal was der oder die sagt. Jetzt leider ist mir doch ein kleines Malheur passiert. Und dann gestern habe ich doch aus Versehen, ich konnte nicht widerstehen, und habe dann die Probefahrt oder die Vorstellung, Probefahrt war es ja eigentlich gar nicht richtig, die Vorstellung der Eliminator von 1000 PS gesehen. Tja, und ich habe mir vorgenommen, liebe Leute, dass ich zumindest das Einzige, was ich vielleicht in diesem Video besser machen kann oder werde, ist, dass ich zumindest den Namen dieses Bikes besser ausspreche. Ich glaube, das war der große Knackpunkt dieses Videos. Kawasaki Eliminator! Wenn ich da über das Bike erzähle, dann stehe ich auch nicht dahinter.
sondern ich stehe meistens davor. Ja, okay, das sind die einzigen Unterschiede. Nochmal kurz zu dem Video. Es ist ja immer toll, diese wahnsinnigen tollen Aufnahmen, diese tollen Fahraufnahmen, die sind ja wirklich toll, aber die sind ja oftmals relativ gleich, weil die ja, glaube ich, für viele dieser Journalisten gemacht werden und dann denen einfach zugesteckt werden oder wie auch immer. Die sind natürlich toll. Sowas kann ich nicht machen, sowas wünsche ich mir immer noch. Und sowas werdet ihr bei mir auch nicht bekommen, leider. Denn so eine Fahraufnahme ist schon was Tolles, wie man sieht, wie das Bike fährt und so von außen. Ich kann euch nur zeigen, wie das Bike von innen fährt oder wenn man drauf sitzt. Trotz alledem sind natürlich bestimmte Sachen bei den Bikes, die besonders auffallend sind. Und das ist natürlich das Display. Und als ich den das erste Mal habe stehen sehen hier bei Kawasaki, bin ich kurz vorbeigefahren. Dann habe ich mir das Display angeschaut und dachte mir, oh Gott, also okay, es war ja nicht eingeschaltet, aber oh Gott, wenn das so aussieht wie von vielen anderen chinesischen Bikes auch, ja. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber gut sieht es auch nicht aus, möchte ich mal sagen. Ja. Dieses LCD-Display ist, ja, hat einen Vorteil. Es ist gut ablesbar, mehr oder weniger bei allen Lichtverhältnissen. So ist das ja meistens bei den LCDs. Aber es für mich persönlich macht das wirklich einen sehr billigen Eindruck. Wenn ich jetzt mal zurückdenke an Triumph, ja, Speed und wie hieß die andere, Scrambler, die sahen wirklich top class aus. Und bei dem hier sieht das eher so aus, als wurde da so ein standardmäßiges aus irgendeiner Fabrik genommen, was natürlich dann wieder billig ist. Ja, das sind, ja, sorry, das sind meine ersten Eindrücke, sollten sie ja nicht sein, die sollten ja über den tollen Motor berichten und weiß ich was alles. Das sind so die Fuzzi immer, die Fuzzi-Eindrücke. Der Motor hört sich, der Auspuff hört sich jetzt hier so vom Fahren und so nach nichts Besonderem an. Ja, ach so, noch eine Sache möchte ich mal erwähnen. Mir kommt das manchmal so vor oder fast immer so vor, als wenn besagte Kanäle, ich sage jetzt keine Namen mehr, nachher kriege ich noch Ärger, als ob besagte Kanäle wirklich das mehr so eine Werbekampagne ist und als wenn die nur das Beste immer herausstellen und alles andere wird unter den Teppich gekehrt. Ja, vielleicht bei so einer Präsentation muss es auch so sein. Das kann ja auch sein, wenn man nachher dann den echten Fahrtest macht. Vielleicht dürfen sie dann ihre echten Gedanken preisgeben. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht, da gibt es ja sicherlich Vereinbarungen und so. Und bei mir habe ich manchmal so den Eindruck, ich weiß, das ist nicht schön, aber ich möchte halt immer alles erzählen, was mir auffällt. Und natürlich fällt einem meistens irgendwas auf, was nicht so positiv ist. Ja, das, was toll funktioniert oder so, das halt funktioniert. Das funktioniert halt und das erwähnt man dann nicht, ja. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, da so die Waage zu finden. Aber egal, genug drüber lamentiert. Ich habe extra mal für euch hier den aktuellen Benzinverbrauch, der ist natürlich immer relativ unnütz. Trotz alledem vielleicht besser oder interessanter, als wenn da nur die Kilometer stehen oder so. Was habe ich alles so gelesen? Wir haben ABS, wir haben eine Anti-Rutschkupplung. Wir haben auch wieder, bei der hier habe ich extra geschaut. Ich hoffe, das stimmt. Jedenfalls auf der Website steht so. Das stimmt ja auch nicht immer alles. Wir haben auch für die hier wieder das Ergo-Fit-System. Das heißt, man kann wohl in drei Stufen mehr oder weniger die Sitzposition an die Fahrer
Gegebenheiten die Fahrergröße anpassen. Und wenn das stimmt, ist das schon mal nicht schlecht. Ja, Sitzposition. Der Sitz hier, das ist ja jetzt die Standardversion. Der Sitz von der SE-Version sieht irgendwie ein bisschen, der hat so eine Perforierung, vielleicht besser für die Luftzirkulation. Ob der jetzt wirklich besser ist, ob der weicher ist, härter, das kann ich alles nicht sagen. Und von der Beinposition ist es jetzt, sage ich mal, nicht ungewohnt. Man sitzt eigentlich mehr oder weniger wie auf jedem anderen Bike, wie auf einem Naked Bike. Nur, dass einem natürlich die Beine hier sehr nahe kommen schon, weil man ja natürlich eine sehr viel niedrigere Sitzposition hat als auf einem Naked Bike zum Beispiel. Das wollte ich dazu sagen. Also es fühlt sich jetzt nicht so gedrängt an wie bei der Rebel, aber vielleicht wieder nur Einbildung. Könnt ihr das sehen und hören? Ich habe wieder, es ist schon wieder das Gleiche, Leute. Warum merke ich das eigentlich immer nur oder warum interessiert das keinen anderen? Seht und hört ihr das? Wir haben wieder eine rucklige Gasannahme. Die habe ich jetzt eigentlich nur noch. Das ist übrigens hier, und da gibt es ja auch nichts anderes, eine A2-Version. Das heißt, wir können die mit unserem A2-Führerschein fahren. Wir haben so um die 45 PS wohl. Das wurde wohl nicht ausgereizt, weil das der nach diesem Gewicht, Leistungsgewicht geht. Und da wäre sie sonst drüber gewesen, deshalb haben sie wohl dann wohl die Leistung reduziert, so habe ich das verstanden. Denn gerade immer so in den Ecken, also das gilt für mich persönlich jetzt immer, kommt natürlich immer auf die Fahrweise an, gerade so in den Kurven muss man mit dieser ruckligen Gasannahme dann aufpassen, denn wenn man jetzt so in der Kurve ist hier, und dann dreht man ein bisschen auf, um vielleicht gerade so raus aus der Kurve zu beschleunigen. Und dann gibt es so einen Satz. Das kann natürlich unter Umständen, vielleicht dann noch ein bisschen feucht unten oder so, kann dann natürlich ein bisschen schlecht sein. Ja, Naked Bike ist klar, brauche ich nicht viel sagen zum Windverhalten hier. Wir haben den vollen Druck, wir haben eigentlich mehr oder weniger ganz, ganz wenig Reduzierung hier nur durch den Tacho-Einhalt. Aber wir haben wirklich vollen Druck hier vom Wind, ist klar. Aber was mir auch jetzt hier auffällt, dass wir sehr starkes Flattern an meinem Unterschenkel haben. Also das liegt ja immer an der Aerodynamik natürlich des Bikes. Und das ist mir bisher auch nur bei relativ wenigen Bikes aufgefallen. Aber hier haben wir definitiv ein Flattern am Unterschenkel. Das heißt also da, wo der Wind dann sich fängt. Das ist dann natürlich, wenn man ein bisschen höhere Geschwindigkeiten fährt, vielleicht nicht so toll. Ja, vibrationsmäßig jetzt bei 120, auch selbst im sechsten Gang. Da geht es so im Sitz los. Da haben wir so eine kleine Mikromassage, Mikrovibrationen. Am Lenker eigentlich noch nicht, da auch die Spiegel sind schön ruhig und so. Aber im Sitz geht es so in dem Bereich ab 120 oder so. Naja, obwohl jetzt bei 100, oh ja, ab 100 sagen wir mal, haben wir auch schon kleine Vibrationen im Sitz. Ja, das ist so das. So, Spiegel. Der Sitz ist übrigens irgendwie sehr bequem, habe ich so den Eindruck. Der ist doch relativ weich. Die Spiegel sind schön rund, passen gut eigentlich zu dem Design. Und meiner Meinung nach kann man da eigentlich eine ganze Menge erkennen.
denke mal, das brauche ich auch schon fast nicht mehr sagen, Kawasaki hatte ich bisher noch nie Probleme, irgendwie die Gänge rein und raus zu bekommen. Das flutscht alles, das läuft alles wunderbar. Tja, vom Power her, das ist natürlich schwierig, da so den Fuzzi zu fragen. Ja, da müsst ihr dann wahrscheinlich wieder auf einen anderen Kanal gehen. Also, ihr kennt ja meinen Spruch. Eigentlich brauche ich schon gar nicht mehr sagen. Füllt hier die Lücke aus mit eurem, was ihr euch denkt. Ja, mir reicht es. Mir reichen 48 PS. Die hat jetzt hier 45. Die reichen mir auch aus. Ob ich da jetzt einen Unterschied merke, 45 zu 48 sicherlich nicht. Ja, sie ist sehr, sehr schön agil, lässt sich gut schwenken. Macht schon Spaß, ja. Macht schon Spaß. Der Tank erinnert mich so ein bisschen an Kawasaki Vulcan. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Tank ist. So, hier ist sie nun, die Kawasaki Eliminator 500. So, auf der linken Seite haben wir dann erstmal den Kupplungshebel, der relativ leichtgängig ist und eine Anti-Rutschkupplung beinhaltet sozusagen. Das heißt, da wird das Stempeln des Hinterrads vermieden, wenn man falsch oder zu schnell ein- oder auskuppelt. Dann haben wir hier vorne wieder schön für den Zeigefinger die Lichthupe. Dann haben wir hier oben den Lichtschalter, Fernlicht, Abblendlicht. Wir haben den Warnblinkleuchtenschalter hier. Wir haben den Blinker hier. Wir haben die Hupe hier. Auf der rechten Seite haben wir den Gasgriff mit dem Bremshebel für die vordere Scheibenbremse, wir haben den Notausschalter hier und den Starterschalter. Das war es auf der rechten Seite. So, kommen wir dann zum Display, zur Display-Einheit hier. Ihr könnt vielleicht gleich sehen, daneben haben wir dann das Zündschloss. Und ja, es ist ein LC-Display. Jetzt im Moment, da jetzt wirklich die Sonne von vorne kommt, ist es jetzt, es ist immer noch gut zu erkennen. Aber vielleicht auf dem Video sieht es jetzt nicht ganz so klar aus. Es ist zwar ein Rundinstrument, aber ja, leider LCD. Es macht auf mich doch so ein bisschen preiswerteren Eindruck. Und ich muss es nochmal ansprechen. Ich bin ja auch gerade die Triumph-Modelle Speed und Scrambler 400X gefahren. Die haben eine andere Einheit. Die haben zwar auch eine kombinierte LCD-Einheit, aber mit einem manuellen Zeiger für die Geschwindigkeit. Die Einheit von der Triumph, die machen einen sehr hochwertigen Eindruck und total stimmig zum Bike. Wir haben so die wichtigsten Funktionen, die Kawasaki eigentlich immer hier drin hat im Display. Wir haben zwei Knöpfe hier. Wir können eben den Verbrauch, den aktuellen Verbrauch, den Durchschnittsverbrauch hier einschalten. Dann haben wir die Reichweite. Das ist auch schön, dass die angezeigt wird. Finde ich immer schön. Kilometerzähler. Wir haben Trip A, Trip B und das war's. Und ja, darunter haben wir dann halt noch eine Tankanzeige. Oben haben wir einen Drehzahlmesser, in der Mitte haben wir die Geschwindigkeit und eine Uhr. Und sogar rechts in der Mitte haben wir dann auch eine Ganganzeige. Finde ich ja mal nicht schlecht. Dann haben wir hier eine große Ölwarnleuchte sozusagen für niedrigen Öldruck. Die geht dann natürlich aus, wenn wir den Motor anlassen. Und die Blinker und so weiter, die sind außen hier. Finde ich auch viel besser als im LCD, wo man sie eventuell schlecht sehen würde. Hier kann man alles gut erkennen. So, nun sind wir doch schon beim Fazit angelangt und ich habe mir immer noch nicht so recht überlegt, was ich dazu sagen soll, was meine
Eindrücke dazu sind. Vom Aussehen für mich her jetzt ist es irgendwie nichts Besonderes. Also wenn ich mir da zum Beispiel im Gegensatz die Vulcan anschaue, die gefällt mir deutlich besser. Die macht sehr viel mehr her. Wenn ich mir dagegen die Honda Rebel anschaue, die macht sehr viel für mich jetzt sehr viel mehr her. Warum, weiß ich auch nicht. Sieht für meine Begriffe jetzt nicht irgendwie Kawasaki-spezifisch aus oder so. Ja? Und dann, wenn man, wie gesagt, auf den Tacho da schaut, das hatte ich euch ja schon gesagt. Also es ist irgendwie nichts, was heraussticht. Wenn ich jetzt mir die Triumph-Modelle, okay, die sind jetzt wieder ein bisschen andere Form und so weiter. Wenn ich mir die Speed 400, die Scrambler 400X anschaue, das macht irgendwie was her. Aber bei der hier, naja, gut. Das sind alles so meine Eindrücke vom Aussehen her, ja, die mich jetzt nicht so berührt haben. Vom Fahren ist das eigentlich technisch alles einwandfrei. Das ist typisch, ja, das ist dann typisch Kawasaki. Es funktioniert alles so, wie man es erwartet. Es läuft wunderbar. Wir haben einen guten Durchzug. Es macht Spaß, das Ding zu fahren. Ist ja auch das Wichtigste natürlich. Wir liegen ja bei der hier bei um die 6.200 Euro. Bei der SE-Version, wie gesagt, kommt ja noch ein bisschen 300, 400 Euro dazu. Und ich denke mal, wir liegen da unter der Rebel. Wenn ich die jetzt direkt beide gefahren wäre, gleich hintereinander und würde die jetzt direkt vergleichen und einer fragt mich ja, welche würdest du kaufen? Ich würde wahrscheinlich eher die hier kaufen, weil die für mich bequemer ist. Warum, weiß ich auch nicht. Die hat auch eine niedrige Sitzposition hier. Aber ich muss ja mit dem Ding leben. Ich muss mit dem Ding fahren. Ich kann mir die nicht nur anschauen. Wenn ich die mir nur anschaue, würde ich mir vielleicht eher die Rebel kaufen. Aber wenn ich die fahre, weiß ich, jedes Wochenende oder jeden Tag, wie auch immer, und mich darauf wohlfühlen muss, dann wäre es eher die hier. So, vielleicht wird da besser ein Schuh draus. Mir fällt gerade noch ein, bei der Rebel ist mir ja immer aufgefallen, dass wir da irgendwie so problematische Reifen haben. Jedenfalls ist mir das immer aufgefallen, wenn wir jetzt über diese weißen Fahrbahnmarkierungen fahren. Der hat ja auch so ein bisschen etwas rundere Reifen, zumindest hinten hier. Da ist mir das jetzt nicht aufgefallen, dass sich das so anfühlte, als würde er oder es oder sie wegrutschen. Vom Fahren her würde mir die hier jetzt besser gefallen, weil die einfach für mich komfortabler ist und fühlt sich sicherer an. Das ist mein Fazit dazu. So, das war alles hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.